Hallo und herzlich willkommen zu Fraktions-TV. Wir sind mitten in den Ferien und unsere Schüler haben ihre Jahresabschlusszeugnisse längst erhalten. Wir wollen heute einmal der Thüringer Politik ein Halbjahreszeugnis erstellen. Und deshalb habe ich mich heute hier in Hohenfelden am Stausee mit Mike Moring verabredet. Und Sie sind sicherlich genauso gespannt wie ich, welche Noten er für die Politik im Freistaat vergibt. Herr Moring, Sie haben gesagt, die Handschrift der CDU wird in diesem Jahr 2011 deutlich erkennbarer sein. Ist aus dem anfänglichen Krickelkrackel jetzt schon eine Schönschreibschrift geworden? Na, wir haben jetzt fast 2 Jahre Schönschreiben geübt, ja, sodass das jetzt deutlich besser geworden ist. Und wir haben uns ja vorgenommen zu sagen, das, was Sie im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, interpretieren wir zwar mit einem roten Füller, aber mit schwarzer Tinte. Und wenn die schwarze Tinte und die Schönschrift bleibt, dann war das auch das Jahr der CDU. Jetzt wissen wir, Ferienzeit ist Stauzeit. Vor welchen Baustellen stauen sich denn die Projekte Ihrer Fraktion? Also wir haben eine ganz wichtige Baustelle. Wir haben als CDU-Fraktion vorgeschlagen, dass die Gemeinden in Thüringen sich zu Thüringer Landgemeinden zusammenschließen können. Wir fördern das mit freiwilligen Fusionsprämien, in diesem Jahr aber letztmalig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt alle Kraft dafür unternehmen, dass die Gemeinden diesen Schritt gehen, zu größeren Landgemeinden werden, 4.000 Einwohner, 5.000 Einwohner, und dass wir dieses Jahr das Gesetz noch auf den Weg bringen können. Mit welchen Themen wollen Sie nach der Sommerpause durchstarten? Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir uns vorgenommen haben, und zwar betrifft das die Ausbildung der jungen Menschen in Thüringen. Wir bilden mit Steuergeld unwahrscheinlich viele junge Menschen aus, in der Forstverwaltung, in der Polizei, in der Steuerverwaltung, als Lehrer, als Referendare. Und trotzdem müssen wir diese jungen Menschen, obwohl wir sie ausbilden, mit unserem Steuergeld zum Teil ziehen lassen in Thüringen und können ihnen keine Perspektive geben. Und viele fragen natürlich zu Recht, vor allem wenn sie vielleicht sogar mit 1,0 abgeschnitten haben, warum gebt ihr in unserem Heimatland uns keine Chance? Und da wollen wir eine Kampagne starten und wenigstens vorschlagen und sagen, gebt den Besten aus jedem Ausbildungsjahrgang eine Übernahmegarantie und eine Anstellung zu 100%. Das muss uns gelingen, in dem gleichen Atemzug, wie wir uns natürlich vorgenommen haben, das Landespersonal weiter zu reduzieren, damit wir mit einer schlanken Verwaltung auch zukunftsfähig sind. Nach der Sommerpause geht's los mit den Haushaltsberatungen. Die Eckpunkte fürs nächste Jahr stehen. Sind Sie mit den Entwürfen zufrieden? Also wir als Fraktion sind mit dem Haushaltsentwurf sehr zufrieden mit den Eckpunkten, weil wir da auch sehen, dass sich die Handschrift der CDU deutlich sichtbar gezeigt hat. Wir haben jetzt einen Haushalt vorgelegt bekommen, der macht keine neuen Schulden mehr. Wir haben einen Haushalt vorgelegt bekommen, der hält die Schuldenbremse ein. Und wir haben einen Haushalt vorgelegt bekommen, der auch den Personalabbau für die Zukunft beschreibt. Und mit diesen Eckpunkten sind wir sehr einverstanden. Wir kriegen diesen Haushalt im September überwiesen und müssen dann natürlich die parlamentarischen Beratungen machen und auch erklären, warum reduzieren wir das Haushaltsvolumen, aber auch gleichzeitig erklären, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Wir sind jetzt endlich wieder auf dem Gleis der Konsolidierung angelangt. Wir hatten das schon mal und müssen aber auch kommunizieren und die Thüringer mitnehmen bei dem Prozess, dass dieser Abbau der Ausgaben in Thüringen noch weitergehen muss. Nun sagen die Städte und Gemeinden, ja, hier wird gespart, aber allein auf unsere Kosten. Können Sie die Kritik verstehen? Ja, die kann ich sehr gut verstehen, zumal ich selber seit 2 Jahrzehnten Kommunalpolitik mache. Wir haben dieses Haushaltsvolumen reduziert mit 200 Millionen Einsparungen bei den Kommunen. Wir haben Rückgänge aus den Drittmitteln vom EU und vom Bund und vom Konjunkturpaket. Den Großteil der Einsparungen tragen in diesem Jahr tatsächlich für den Haushalt 2012 die Thüringer Kommunen. Und wir müssen jetzt deswegen einen wichtigen Prozess starten, nämlich den, dass wir den kommunalen Finanzausgleich reformieren müssen und uns auch so aufstellen müssen, dass die, dort, wo wir die Aufgaben den Kommunen mitgeben, wo die Aufgaben nicht wegfallen, dort auch das Geld mitfließt. Und der kommunale Finanzausgleich muss transparenter werden. Er ist derzeit intransparent. Okay. Ganz wenige Leute in Thüringen verstehen überhaupt nur noch, was kommunaler Finanzausgleich ist. Und das ist die schlechteste Grundlage, um gute Politik zu kommunizieren. Stellen Sie sich vor, Sie hätten heute wirklich einen freien Tag. Und in welchem Modus wäre ein Mike Moring an so einem Tag? Ist er online, ist er Standby oder ist er offline? Online bin ich immer, weil ich finde, dass Politik so kommuniziert werden muss, dass man immer auch sozusagen auf allen Ebenen auch sprachfähig ist. Aber natürlich kann man sich ein Stück zurücknehmen und den Akku sozusagen nicht ganz beanspruchen. Und wie hier auf meinem Wahlkreis, wo wir gerade sind, am Stausee Hohenfelden, auch genießen, wenn es schöne Tage gibt. Jetzt habe ich sehr genau unter Ihren Kollegen recherchiert. Stellen wir uns vor, ein Urlaubstag, Mike Moring ist unterwegs und stellt fest, dass das Ladekabel seines Handys vergessen hat und das Handy ist alle. Wie viele Tage braucht Mike Moring, um in den Handyladen zu gehen und sich ein neues Kabel zu besorgen? Ja, das mache ich ruckzuck. Aber entscheidend ist vorher, dass ich eine Zeitung habe und die lesen kann. Dann halte ich es auch mit dem Handyladen ein Stück aus, aber es gehört irgendwie dazu. Man muss nur aufpassen, dass man sozusagen nicht sich selbst versklavt am Handy. Aber es ist halt Teil der Kommunikation der modernen Welt geworden und man kann das nicht ganz abschalten. Also Ihre Kollegen und das nähere Umfeld hat gesagt, sowas kann dem Mike Moring nicht passieren, weil er hat zwar nur ein Handy, aber ganz viele Kabel. Und im Auto, im Büro, zu Hause in der Wohnung und in der Aktentasche liegt überall noch extra eins. Das haben die Ihnen verraten? Das haben die mir verraten. Ja, das ist auch so. Aber wenn ich im Urlaub bin, schleppe ich ja nicht alle Ladekabel mit, sondern vielleicht nur eins und das liegt im Hotelzimmer.
Der schlimmste Fall, der passieren kann, ist, dass der Adapter nicht passt oder ich den Adapter vergessen habe. Okay. Also muss ich im Zweifelsfall Adapter kaufen. Eins unserer nächsten Themen wird die Bundespolitik sein und die hören wir im Sommerinterview Teil 3.